Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition. Und wir haben die schöne Isla als... Na, da muss das Mikrofon jetzt sehen. Als, Gleiterin. Und wir haben eine neue Mod, denn dies ist auch eine neue Aufnahmesession. Denn wir haben jetzt Adventure Wars and Travelers in der deutschen Edition. Das heißt, wovon ich letztens geredet habe, dass in der Welt plötzlich so Leute rumlaufen. Und die da, ja, spannender machen. Die silberne Hand ist unsere Mission. Ich bin in die Führungsriege der Gefährten aufgestiegen und nun Teil ihres Werwolfsgeschlechts. Zur Feier meines neuen Ranges haben Skior und Ayla mich eingeladen, an einem Angriff auf ein in der Nähe befindliches Lager der silbernen Hand teilzunehmen. Ja, das ist doch schön, ne? Ich hab die Magie in der Hand. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch sehr. Das finde ich so gut. Das finde ich toll. Das mag ich sehr. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Und das ist toll, wie das so lange kurz dauert, wie auch immer man es nennen will. Und ich frage mich, ich habe mich schon gefragt, warum Ayla nicht selbst sich mitduckt. Und ich frage mich gerade. Schaut euch das an. Die Feiglinge haben hier wohl alles dicht gemacht, nachdem Skior reingeplatzt ist. Man kann ihre Angst riechen. Ja, du solltest nur weniger reden, weil... Ich weiß nicht, wie gut das ist, wenn man... Das ist jetzt nicht schwer, wenn man schleichen will. Also, ich selbst finde das nicht als so gut, wenn man redet, während man schleichen will. Ich frage mich, müsste man nicht diese Flammen... Was war das? Was? Nein, Ayla, nein. Hier drüben. Nein. So, jetzt bringt es Schleichen aus. Ja. Silberne Hand, aber die Hand ist doch braun. Naja. Naja, das ist natürlich... muss ich die wertvollen Sachen mitnehmen, weil da muss ich überschwert. Hier ist nichts Wertvolles mehr, denke ich doch mal. Eine Kiste. Bänder, Magika, alles gut, alles wollen wir mitnehmen. Eine Holztür. Oh, eine Wasserpfütze. Wundert mich nicht, dass ich hier auf unten. Oh. Sorry, Ayla, sorry. Das wollte ich nicht. Ich wollte dich nicht einheizen. Und jawohl, das hat so geklappt, wie ich wollte. Die Falle zu meinem Vorteil genutzt. Eisenrüstung. Oh. Und jetzt lauf da nicht drüber. Lauf da nicht drüber. Puh. Okay, Was habe ich jetzt? Ist Knoblauch eine Zutat oder? Giftresistenz. Warum auf einmal Knoblauch? Knoblauch ist für mich so eine Art Gift. Oh nein, da ist ein Werwolf. Das kann nichts Gutes heißen, wenn wir doch selbst Werwölfe sind. Werwolf durchsuchen. Menschenfleisch? Ich dachte, das steht zerschissene Hose. Oh, lecker. Menschenfleisch. Gesundheit entdecken. Warte denen mal. Denen können wir nicht mehr helfen. Ich will gar nicht daran denken, was diese Mistkerle ihnen vor ihrem Tod angetan haben. Ja. Wenn wir doch aus Menschenfleisch bestehen, dann frage ich mich, und das Gesundheitsdeck ist, dann müsste ich doch selber, also theoretisch ja, geht doch auch ganz viel Gesundheit gesenkt bekommen, weil ich meine, ich bestehe doch aus, also, ne, you know what I mean? Nicht. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube, Karnis Wurzel habe ich noch nicht gegessen. So, dieser Vampirstaub wird ja für mich für die Unsichtbarkeit genutzt. Deswegen nehme ich den Scheiße. Meine. Ach, geht doch. Ich hoffe, der ist mir friedlich gesinnt. Oh. Nein, nein, nein. Ist er nicht.
Ja, wieso das denn jetzt? Der Firebolt? Naja, das kam wohl durch die Mod. Ist jetzt auch nicht so dramatisch wie mein Firebolt, hallo. Und das ist... Firebolt, naja. Wenn ich auf mehr Bugs stoße, Sprachbugs, dann muss ich das den Mod zwar wieder entfernen. Oh Scheiße. Da hab ich schön geschossen. Och Kacke. Selber Schwert. Kong. Was? Red ich da? Pelzrüstung, nix mit Kranken. Oh, Lederstreifen. Oh, alles schön. Hi. Ah, Seite. Schwere Rüstung verbessert. Hey, super. Gold. Gold, Gold. So viel Gold. Brot kann man essen. Aber nicht so viel. Wenn das alle... Oh. Hat es keine Beine? Hat die keine... Doch, hat sie. Das sah so erst so aus, als hätte sie keine Beine mehr. Gerbfell? Okay. Die Wichtigkeit des Wo. Teil 2. Schneebärenfell ist jetzt nicht das Objekt der Begierde, was... Was war das? ...bei mir haben muss. Trick 28. Sei unsichtbar. Und schmeiß ihn in den Kamin, während er brennt. Ach schade, ich dachte, ich könnte ihn noch weiter. Ach schade. Da lag er gerade schöner. Ich wollte ihn noch weiter in den Kamin schmeißen. Okay, ich wollte diese Tür eigentlich gar nicht aufmachen. Wir sind fast da. Vorsicht, Ihr Anführer ist äußerst verschlagen. Weil ich mich Sie schon... nennen ihn den Hautabzieher. Ich glaube nicht, dass ich euch... erklären muss. Ja. Oh. Oh, 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 oh. Mit meinem Fireball. Yeah. Hier war doch nix. Ihr wollt zu den Nord gehören. Oh ja. Der Hautabzieher. Was war mit deinem Hautabzieher? Eisenschild, orkische Kampfaxt, Stahl durch Gold. Oh, Stahlausrüstung. Ja, es ist ganz. Ich besitze. Nein! Ich besitze nicht genügend. Aber ich besitze hiervon genügend. Und das werde ich jetzt einsetzen. Bei den Göttern, nein! Bei den Göttern, doch! Geht doch! Dann nehme ich auch mein Firebolt wieder. Gold, Krankheitsheilung. Ach ja, Werwolf. Na, dem geht's auch nicht so gut. Gerbgestell. Super. Ich will gar nicht wissen, was die mit dem Gerbgestell gemacht haben. Die Vorstellungskraft ist gerade mir durch. Silberne Hand, ja. Die Bastarde. Irgendwie haben sie es geschafft, Skjör zu töten. Er war einer unserer Stärksten. Aber gegen zahlenmäßige Überlegenheit ist jeder machtlos. Er hätte nicht ohne einen Schildbruder losziehen sollen. Verschwindet von hier. Ich werde sicherstellen, dass wir alle erwischt haben. Vielleicht finde ich ja Informationen bei einer der Leichen. Wir beide haben Arbeit vor uns. Die silberne Hand wird vor uns erzittern. Die ist auch gut. Sie sagt, ich soll losgehen. Hat aber im vorherigen Satz noch gesagt, ein Schildbruder sollte nie alleine losgehen. Naja. Was für Bastarde, ne? Oh, du bist auch richtig sauer. Das ist unser erstes Ziel. Schön zu sehen, dass ihr so eifrig seid. Ich habe erfahren, dass eines der schlaueren Mitglieder der Silbernen Hand in Ostmarsch herumschnüffelt. Wenn ihr euch in ihr Lager schleichen und ihre Pläne stehlen könnt, sind wir im Vorteil. Mache ich liebend gerne.
Aber erst wer auch immer das getan hat, ich werde ihn finden. Ach, das ist Skjor. Ach, Skjor, Skjor, der Skjor, natürlich. Ja, traurig, aber naja. Da muss er mit leben. Das kann schon mal passieren, dass man dann stirbt. Oh. Holztür. Ich weiß gar nicht, welche war das. Ach, die Kiste habe ich wohl tatsächlich schon. Wenn ich jetzt sterbe, ist Ayla dran schuld, sage ich. Einfach mal. Weil dann habe ich wenigstens eine Schuldige. Geht's hier raus? Ich weiß es nicht. Ich denke doch mal. Ja, denen, durch deren Adern das Blut des Werwolfs fließt, bleiben jegliche Schlaferholungsboni verwehrt. Das ist traurig, aber wahr. So, ich bin ja hier fast bei Windmann. Ich stehle die Pläne. Ich will erstmal nicht die Pläne stehlen. Ich will erstmal wieder hier zurück nach Weißlauf. So. Und da hoffe ich, dass Nacht das Tag ist. Wovon ich aber nicht ausgehe, nach so einer weiten Reise über Teleport. Über Teleport. Ist das grammatikalisch korrekt oder ist das grammatikalisch inkorrekt? Na, natürlich ist Tag, das ist wunderbar. Dann kann ich ja zu Adrian. Ich habe hier einige gute ja. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das. Oh, Redekunst verbessert. Hey, auf 31. Das. Die beiden wollen nicht. Oha. Oh. Ach ne, kaufen könnte ich natürlich auch was. Ich will ja den Skill immer noch haben. Skillen. Erstmal 10. Und vielleicht 15. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Eisendolch, Eisenkriegsäxte, Eisenrüstung, Eisenschilder. Eisenstreitkolben, Eisenzweihänder. Eisenstiefel, komm, ich mach jetzt mal Eisenstiefel. Und Eisendolch, damit kann ich immer. Ich habe noch 8 Lederstreifen. So, da wollen wir noch 8 Eisenbarren, falls ich das kriegen kann. Ich sage, werft einen Blick darauf. Ja. Oh, das passt perfekt. Also gut. Dann konnte ich das Schild, war das, ne? Hallo. Ich hasse das. Ja, da bin ich wieder. AVG dachte sich einfach, ja, ich setze mich jetzt mal vor Skyrim, beende die Aufnahme. Ich weiß nicht, ob man das in der anderen Aufnahme noch gehört hat, wie ich noch geflucht habe, aber ja, der dachte sich einfach, ja, kann man machen, ist nicht so, dass das interessiert, weil es die Aufnahme zerstört. Ja. Egal, jetzt muss ich nochmal nach Weißlauf laufen. Ich hasse das. Ich hasse es einfach, wenn sich irgendwas vor irgendwas setzt. Jetzt ist er so ein langer Ladwitch und jetzt ist wahrscheinlich. Ist Nacht? Nee. Es ist einfach nur Regen. Ich habe ja. Ich hab's doch schon beim letzten Mal verkauft. Da muss ich's doch jetzt nicht nochmal verkaufen. So. Ist ein auf 31 verbessert. Eisenbarren kaufen. Ja klar. Hier Lederstreifen kaufen. Ja klar. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen. Erstmal ganz viele machen. Braucht. So. Stiefel wollte ich machen. Ne? So viele wie ich konnte. Und Eisendolche. Okay.
Habe ich jetzt noch irgendwas hier? Wahrscheinlich nur Lederstreifen, ne? Ja. Okay, dann. Ich sage, die besten Waffen und Rüstungen. Ja. Sicher, sicher. So, hier, Eisenstiefel. Und Lederstreifen. Dann gehe ich mal. Kann ich eigentlich auch, ich kann auch Baumaterialien. Kann ich machen. Ich kann hier auch keinen Schmuck, ne? Nee. Schade. Ich muss mal gerade bei den Skills gucken. Beim Schmieden. Wo ist denn das? Was soll denn das? So, hier, Schmiedekunst. Na, hier. Stahlrüstungen schmieden, erstellen und doppelt so effektiv machen. Elfenrüstung herstellen, Schuppenrüstung, Vulkanglas, Drachenrüstung. Achso, Dedra, Ebenerz, Orkisch. Achso, dann ist das ja links besser. Rechts meine ich hier. Okay. Stahlrüstung herstellen und effektiver machen. So, weil ich will das Schmieden eigentlich ganz sehr kaiserlicher. Ach so. Da können wir doch direkt zu Anfang hier. Kennt ihr mein? Ja. Werft einen ja. Blick darauf. Stahlbarren. Lederstreifen. Hier Leder kann ich auch noch. Kann ich ein bisschen also gerben. Lederstreifen wollen wir erschaffen. Wollen wir schaffen. Erschaffen. Ja. Ganz spannend. So. Und jetzt wollen wir Stahlsachen machen. Was ich nicht hinkriege, weil ich kein Eisen habe. Na, das ist so hier. Ach, das ist doch schön. Was ist mehr wert? Das ist besser. So. Kann ich. Ach Gott. Ach, wie schön. So. Wo ist sie hin da? Ich hält. Ja. Klingen, Helme, so ziemlich alles, nee, was ihr hier braucht. Lederstreifen. Klar. Verkaufe ich hier alles. So, und hier habe ich nichts mehr, ne? Dann habe ich auch nichts mehr bei mir. Also dann habe ich nichts mehr bei mir. Okay, gut. Das finde ich sehr gut. Was für was da denn die Skior umgebracht haben. Wir müssen uns immer noch aufregen. Hallo, mein Freund. Ein natürlich, nicht künstlich. Oh, da habe ich genau das Richtige. Nix. Es war mir eine Freude. Mit ja, war mir auch, total. Wir haben so viel miteinander ausgetauscht. An Kulturen, an Geld, an Waren, an gemischt. An gemischt waren. Seht euch nur glücklich um. Ich bin sicher, ihr mag ich. Alles. Werft einen ja. Blick darauf. So, hier. Hier verkaufe ich die ganzen Steine. Ah, der ist gefüllt mit irgendwas. Makloser Amethyst. Rubin. Bücher. Schriftrollen. So. Es sah erst so aus wie ein Zauberbuch. Achso, die ganzen Gifte und so kann ich ja sie verkaufen. Dann hat er auch kein Geld mehr. Bitte kommt wieder. Natürlich werde ich wiederkommen. Allein wegen dir, Schnuckelchen. Habt ihr mit euch? Ja. Ja. Akkadias Kupferkessel. Das sieht so leer hier aus, ne? Was benötigt? Werft einen Blick drauf. Ich weiß gar nicht warum. Irgendjemand muss da mal bestimmt gekommen sein und er hat irgendwie also alles, keine Ahnung, geklaut und verkauft. So, hier sind effektive Brunnen nicht, regeneriert sich schneller Brunnen nicht. Krankheitsheilung, ja, kann man schon nehmen. Wird erhöht, finde ich auch nicht so selbst so gut. Wird stärker, verursacht 10, das, ja, das ist schon gut. Jetzt Magiker Brunnen nicht.
Aber zieht aus der Reue nicht. So. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr. Dann gehe ich aber nicht zu dir, sondern in den nächsten Part. Und damit bis zur nächsten Folge. Und tschüss.